Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video zu Storyline von Märchen und Mythen. Erzählt euer eigenes Märchen, so ein Storytelling-Spiel, die ich ja total toll finde, dass ihr es halt schon sehr familienorientiert. Also wir haben das gerade mit einer Runde von drei älteren Semestern gespielt, das war auch schon sehr witzig, wir hatten viel zu lachen und wenn man halt so wirklich Familien hat, auch mit kleineren Kindern, die so ungefähr in das Alter reinpassen, dann ist das auf jeden Fall wunderschön. Wir werden euch gleich mal eine Runde vorspielen, dann seht ihr mal, wie das funktioniert und ob das vielleicht was für euch sein könnte. Man kann es von 3 bis 8 Spielern spielen, also auch wunderschön für irgendwelche Familienfeste oder Kindergeburtstage, ist es auch sehr gut geeignet und das ist auch ein Spiel, das kann wirklich jeder mitspielen, die Kleinen ab 8, Eltern, Großeltern, da sind einfach alle sofort integriert, das ist nicht schwer zu lernen, dauert so 15 bis 30 Minuten und gucken wir einfach mal ins Spiel selbst rein. Und zwar gibt es 5 verschiedene Kartenstapel, und zwar Eigenschaft, Handlung, Gegenstand, Ort und Charakter. Davon zieht zu Spielbeginn jeder erstmal einen auf die Hand, damit wir ein bisschen Auswahl haben. Dann gibt es hier 2 verschiedene Storylines. Die haben wir schon 2-mal gespielt, die kennen wir schon. Die nehmen wir jetzt für dieses Video mal nicht, damit wir auch ein bisschen überrascht sind. Und wir spielen jetzt dieses hier. Das sieht schon so ein bisschen düster aus. Da bin ich natürlich mal gespannt, wie sich das jetzt so gleich entwickeln wird, was wir daraus machen. Und es gibt halt leider auch nur 2. Da wäre ein bisschen mehr Abwechslung auf jeden Fall schön. Also wenn das Spiel gut läuft, kommen da vielleicht nochmal so einzelne Packs zum Nachkaufen raus. Sind wir gespannt drauf, aber es ist eben auch wieder sowas, ihr kennt das ja, auch so gerade kleinere Kinder, die können sich ja an manchen Sachen einfach nicht satt sehen, die wollen das wieder und wieder und wieder hören, das gleiche Märchen 100-mal und hier hat man halt das gleiche Märchen dann auch in verschiedenen Variationen, da könnte das da auch ganz gut funktionieren. In der Runde von nur älteren Spielern wird sich das, glaube ich, irgendwann abnutzen, aber wir gucken da jetzt einfach mal rein. Genau, ich bin auch zu dritt, das heißt, ein Spieler, Rebecca, du darfst die erste Story vorlesen. Es war einmal an einem weit entfernten Ort. Ort, also ziehen wir jetzt hier eine Ortskarte, dann gucken wir uns unsere Orte an, suchen uns einen davon aus, das sind jetzt die beiden, die ich zur Auswahl habe und legen eine vielleicht dahin. Ist natürlich interessanter noch, wenn man es mit mehr Spielern macht, wenn die einfach noch mehr Karten zur Auswahl, dann sind da noch lustigere, absurdere, zutreffendere Sachen, aber es geht auch zu dritt schon ganz gut, wobei ich im letzten Spiel echt wenig Punkte gemacht habe. Gucken wir mal jetzt, ich glaube, ich habe ein gutes Feeling. Also entweder es war einmal in einer weit entfernten Bäckerei oder in einer weit entfernten Wüste. Ich nehme die Bäckerei. Yes. Läuft bei mir. Da hatte ich keine Chance. Das war einfach Bäckerei ist zu gut. Bäckerei ist zu gut. Dann geht die Geschichte weiter mit der nächsten Karte, Nummer 2. Die liest uns einfach der nächste Spieler in Spielerreihenfolge vor. Und ein böser Charakter regierte dort mit eiserner Faust in dieser Bäckerei. So, ein böser Wanderer oder es ist natürlich ein böses Ferkel regierte in dieser Bäckerei mit eiserner Faust. Und dann geht die Geschichte auch gleich weiter. Corinna, liest die nächste vor. Dieser Bösewicht besaß einen verfluchten Gegenstand. Voll dunkler Magie. Ich glaube, da gewinne ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht. So gut ist man es auch nicht. Aber also ein Stein oder ein paar Stiefel. Ich glaube, ich nehme den Stein. Ja. Das Herr, das Ferkel in der Bäckerei mit dem Stein. Die Verfluchten voller dunkler Magie. Stein der dunklen Magie. So. Dieses Artefakt war sehr mächtig. Es machte den Bösewicht aber auch sehr Eigenschaft. Das ist beides ganz witzig. Ich nehme Stil vor. Wunderschön hätte mein Ferkel aber auch. Ja. Aber das Stil von einem Ferkel mit dem Stein. Der verfluchte böse Stein macht ihn sehr stilvoll. So, Handlung, Maus. Der Bösewicht jahrelang die unschuldigen Bewohner seines Reiches. Da muss das jetzt eben nachträglich gefüllt werden. Was hat der Bösewicht jahrelang mit den unschuldigen Bewohnern gemacht? Ne? Das Ferkel in der Bäckerei mit dem heiligen Stein, das ihn sehr stilvoll machte. Stilvolles Schwein, Ferkel, sieht man ja auch eher selten. Okay, die Story ist viel witziger. Gucken wir mal rein. Und zwar haben wir jetzt hier... so aß der Bösewicht jahrelang die unschuldigen Bewohner seines Reiches. Okay, nicht zu schlagen. Wäre die Alternative gewesen, aber
Also ihr merkt, da ist durchaus Witz drin. Doch eines Tages wurde in einer Eigenschaft, Familie, ein ungewöhnlicher Charakter geboren. Oho, also einmal Eigenschaft und einmal Charakter. Jetzt spielen wir auch, nehmen wir zwei, suchen uns einfach zwei aus, die irgendwie passen und witzig sind und überlegen uns, was also da gut sein könnte. In einer ungewöhnlichen Familie wurde ein ungewöhnlicher Charakter geboren. Mein Kartenglück wiederholt sich nicht vom letzten Spiel, man sollte nicht meinen. Aber das ist jetzt auch nicht so gut bei mir. Oh, ich bin zufrieden. Könnte besser sein, aber... Aber das Ferkel hat mit dem Stein so stilvoll die Menschen da gegessen. Ja. In der Bäckerei. Und doch eines Tages wurde in einer... Ja. Okay, also. Wir haben böse und vergiftet und Flaschengeist und Rache. Also ich bin auf jeden Fall eher für böse. Das passt besser zu einer Familie als vergiftet. Einer bösen Familie. Das passt auch gut zu dem bösen Schwein. Wurde ein ungewöhnlicher... Ach komm, Flaschengeist geboren. Rebecca hat zwei Punkte gemacht, nicht schlecht. Also doch eines Tages wurde in einer bösen Familie ein ungewöhnlicher Flaschengeist. Geboren. Geboren. Ich bin gespannt, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Eine Weissagung auf einem uralten Gegenstand besagte, dass dieser Held den Bösewicht Handlung würde. Der böse Flaschengeist ist jetzt auf einmal der Held. Gegen das Ferkel, das Menschen ist, ist das nicht so schwierig. Ein Gegenstand, mach ich auch noch. Ach, ein Gegenstand. Was war das? Auf einer uralten... Das passt wunderbar. Eine Weissagung auf einem uralten Knochen besagte, dass dieser böse Held den Bösewicht kochen würde. Jawohl. Okay, Corinna, du hast echt keine Chance gehabt mit deinem gläsernen Schuh. Ich weiß, was andere war noch passender. Der Bösewicht entsandte einen loyalen Charakter um den Helden zu Handlung. Ein Charakter, blau, und einmal Handlung, irgendwas. Man kann die Geschichte natürlich auch mal nach Belieben ausschmücken und am Ende noch mal ein bisschen weiter erzählen. Und sie dauert immer genau 15 Karten. Nein, das ist nicht so gut jetzt. Also, der Bösewicht entsandte ein loyales Huhn. Oh Mann, danke schön. Um den Helden zu suchen. Ja, begegnen war nicht so langweiler Sache. Ja, aber mit einer Fee konnte ich nicht gegen ein Huhn ausrichten. Das loyale Huhn des Ferkels. Ja. Des bösen Ferkels mit dem Stein. Ja, wo müssen die Eier in so einer Bäckerei auch herkommen, ne? Zum Glück konnte unser Held entkommen und fand Sicherheit an einem Eigenschaftsort. Eigenschaftsort. Ich bin mir eigentlich gerade nicht klar, wer der Bösewicht und wer der Held ist. Und so, ja, das Böse und der Flaschengeist ist auch böse. Und das Huhn ist vermutlich auch böse. Weil es das loyale Huhn des bösen Ferkels. Das ist der klassische Anti-Held. Das ist eine Anti-Geschichte mit Lord Anti. Das ist der Big Lebowski des Märchens. Genau. Zum Glück konnte unser Held entkommen und fand Sicherheit in einem... Mit bestimmten Punkteteilung. Okay, meine war nicht gut. Meins war schon ziemlich witzig, zumindest eins war. Hoffe ich. Okay, also ich kann zornig oder hungrig nehmen. Das ist für einen Ort. Ich nehme einen hungrigen Ort. Warum sollte es nicht ein menschenfressender Ort sein? Oder ein ferkelfressender Ort? Und zwar, dann nehme ich noch Strohhütte oder Turm. Die hungrige Strohhütte. Oder der hungrige Turm. Wir lieben es, Flaschengeister zu essen. Ich denke, meine hungrige Strohhütte. Das sind doch zwei Punkte für dich. Ah! Dort traf er auf eine Gruppe von Aufständischen, die von einem mutigen Charakter angeführt wurden. Ja. Oh. Ich möchte auch mal was Lustiges sehen. Dort darf auf einen Gruppe von Aufständischen. Krähe. Das ist halt die Tierstory. Ich weiß nicht, ich habe noch kein Tier. Dann machst du ich muss nichts. Jetzt auch das Tier wählen. Zusammen schmiedeten sie einen Plan. Der Anführer Handlung
zunächst den Diener und verwickelte dann den Bösewicht in einen Kampf. Also nur Handlung, ja? Mhm, der Anführer machte irgendwas zunächst den Diener und verwickelte dann den Bösewicht in einen Kampf. Also erst das Huhn. Nee, Diener, ja. Erst das Huhn. Und ja, dann den und dann das Ferkel in einen Kampf. Und der Anführer war das Ferkel, ne? Ja. Zusammen schmiedeten sie einen Plan. Der Anführer beeindruckte zunächst den Diener und verwickelte dann den Bösewicht in einen Kampf. Vom einen hätte aufgepasst. Hätte, ja. Bitte. Unser Held schlich währenddessen zu dem Ort, wo der Bösewicht den verfluchten Gegenstand aufbewahrte. Vielleicht ist das Schwein doch der Bösewicht. Was haben wir? Gegenstand Ort, ne? Mhm. Nee, nur den Ort. Achso. Wo ist den verfluchten Gegenstand aufbewahrt? Ah. Oh, die sind beide gut. Ich nehme die Küche. Ach, mein Bauernhof war so gut. Ja, das ist auch ganz schön gut, wenn das Ferkel aus der Bäckerei geht. Ja. Und ich meine, der sollte das ja kochen. Auf einem alten Knochen stand es geschrieben. Unser Held zerstörte das Artefakt, den Stein, und der freigesetzte Fluch verwandelte den Bösewicht in einen gewöhnlichen Charakter. Charakter? Einen Gegenstand. In eine gewöhnliche Münze. Yes! Corinna, jetzt kamen die Tiere, aber leider nein. Das Ferkel wird zu einer gewöhnlichen Münze. So wurde das Land von der Herrschaft des Bösewichts befreit und unser Held zum König vom Ort ernannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist der Flaschengeist, ne? Ja. Der gierige Flaschengeist. Ja. Ich bin mir einfach nicht sicher, wer jetzt böse ist, weil wir haben... Achso, okay, nee, ich dachte, der Flaschengeist ist der Held, okay. Ja. Der Flaschengeist ist der Held. Der Born, the only one. Achso, ja. Also wurde das Land von der Herrschaft des Bösewichts befreit und unser Held zum König von ernannt. Ja, meins beides scheiße. Meins auch. Das ist richtig langweilig. Also, der Held wurde der König vom Wald. Was hast du? Von der Höhle. Und dann der letzte Part. Und so begann allen Orten ein Zeitalter des Friedens. Oh. Ende. Hier ist übrigens Mine, hatte ich noch. Ich finde übrigens, dass die Storys so lang sind. Ich finde, so ab hier können die aufhören. Ja, das Ende ist ein bisschen. Aber vielleicht für 8 Spieler, dass jeder irgendwie zweimal dran war oder so. Ach so, ja, oder gut. So. Das, ja, man hätte halt verschiedene Storys machen können. Ja, für weniger und für mehr Spieler. Aber es ist ja auch, entwickelt sich ja immer anders. Ja. Wer weiß, was für nächstes Mal passiert. Ich möchte eine Story nochmal vortragen. Corinna, du sitzt da so frontal so. Okay, also es war einmal an einem weit entfernten Ort. Es war einmal in einer weit entfernten Bäckerei. Dort lebte ein bösartiges Ferkel, das dort mit eiserner Faust regierte. Dieser Bösewicht besaß einen verfluchten Stein voller dunkler Magie. Dieses Artefakt war sehr mächtig. Es machte das böse Ferkel aber auch sehr stilvoll. So aß der Bösewicht jahrelang die unschuldigen Bewohner seines Reiches. Der Bäckerei. Da gab es keine Arbeitslosigkeit. Doch eines Tages wurde in einer anderen bösen Familie ein ungewöhnlicher Flaschengeist geboren. Eine Weissagung auf einem uralten Knochen besagte, dass dieser Flaschengeist den Bösewicht kochen würde. Der Bösewicht entsandte ein loyales Huhn, um den Helden zu suchen. Zum Glück konnte unser Held entkommen und fand Sicherheit in einer hungrigen Strohhütte. Dort traf er eine Gruppe von Aufständigen, die von einer mutigen Krähe angeführt wurden. Zusammen schmiedeten sie einen Plan. Der Anführer beeindruckte zunächst den Diener und verwickelte dann den Bösewicht in einen Kampf. Unser Held, der Flaschengeist, schlich währenddessen zu der Küche, wo der Bösewicht den verfluchten Gegenstand aufbewahrte, um ihn zu kochen. Das ist ja die Küche auch ganz praktisch, ne? Genau. Der Kreis schließt sich. Und dort zerstörte unser Held das Artefakt, nämlich den Stein,
und der freigesetzte Fluch verwandelte den Bösewicht in eine gewöhnliche Münze. So wurde das Land von der Herrschaft des Bösewichts befreit und unser Held zum König des Waldes ernannt. Und so begann aller Orten eine Zeitalter des Friedens. Wunderschön. Und jetzt gab es auch noch diese Punkte. Es wird in einer Art vorgeschlagen, wenn man es mit kleineren Kindern spielt, dass einfach jeder dieser Punktemarke hier einen Punkt zählen soll. Man kann die auch umdrehen. Dann stehen da hinten manchmal noch so Spezialeigenschaften drauf. Das hier ist so eine Falle. Dafür müsste ich jetzt irgendeinen zufälligen abwerfen. Wenn ich die Waage habe, kann ich entscheiden bei Punktegleichstand, wer am Ende gewinnt. Diese kaputten Schuhe sind nichts wert. Und damit hätte ich jetzt nur 2 Punkte. Was macht die Krone nochmal? Da kriegst du noch einen zufällig aus dem Vorrat und kriegst nochmal einen Punkt extra. Und hast damit ungefähr haushoch gewonnen, diese Partie. Richtig viele Punkte. Aber das ist wieder so ein Spiel. Es gibt Punkte für Leute, die das brauchen. Ich würde, also klar, dass man das die Marker verteilt. Einfach damit man so einen kleinen Belohnungseffekt hat dafür, dass man der ist, der gewählt wurde, aber wer da jetzt am Ende die meisten Punkte hat, das ist eigentlich vollkommen egal. Es geht darum, dass es lustig ist und ich muss zugeben, also ich habe jetzt ja verloren, aber ich hätte es genauso gemacht, hätte ich die Wahl gehabt, dann hätte ich ja auch immer eure Karten genommen. Man hat halt immer nur 2 zur Auswahl und was will man machen? Ja. Das stimmt, ich glaube, das ist echt witzig, wenn man das mit ganz vielen Leuten spielt. Oder... Ja, weil dann hat man halt nicht nur 2 Karten zur Auswahl, sondern halt immer irgendwie 4 oder so. Ja, und auch wenn das jetzt ein Thema hier bekommt, ne? So wie mit Ferkel, Bäckerei, Küche, Kochen, Huhn, das hat so alles wunderbar zusammengepasst. Ja. Und natürlich, wenn man das jetzt mit Kindern spielt, muss man denen auch beibringen und erklären, dass sie halt den Text nicht so nehmen sollen, wie er ist. Wenn da halt Loyalen steht, dass sie dann halt auch sagen, Loyales oder das halt irgendwie ein bisschen umdichten können. Da können Kinder mit 8 vielleicht noch ein kurzes Problem mit haben, aber ich glaube, das lernen die dann auch relativ schnell. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall super witzig. Ihr so? Ja, ist total cool. Ja, ist cool. Und das ist so schnell erklärt. Ja, also ihr könnt jetzt, also ihr habt ja eine ganze Partie gesehen, es gibt keine anderen Regeln mehr. Ihr könnt euch jetzt sofort hinsetzen und losspielen. Es gibt noch so ein anderes Deck, das im Prinzip genauso aufgebaut ist. Die Story fängt halt an. Es war einmal ein Irgendwas, der lebte in einem Ort und hatte ein Problem. Er war sehr, dann kommt eine Eigenschaft dazu und so weiter. Und auch die Geschichte ist dann halt 15 Karten lang. Und ja, was man sich auf jeden Fall nach 2-3 Mal Spielen wünscht, ist, dass sie einfach noch 1-2 von diesen Decks mehr reingepackt hätten. Wie gesagt, vielleicht wird das ja ein Erfolg, weil es ist, glaube ich, wirklich ein schönes Familienspiel. Ja. Gerade so im Winter, so auch zur Weihnachtszeit und so, wo ja auch, ne, ich meine, Kinder, also man sagt ja immer, dass Kinder heute viel zu wenig mit Märchen in Kontakt kommen, aber ich glaube, es gibt schon noch viele Eltern, die ihren Kindern Märchen vorlesen. Und hier dann einfach selbst mit denen gemeinsam das Märchen zu entwickeln. Und das kann man eben ab 8 so als richtiges Spiel spielen. Aber mein Neffe, der ist jetzt, ne, ist er noch 3, das ist ein bisschen zu klein, aber ich glaube so ab 5, 6, wo er das auch alles versteht, kann man das auch einfach gemeinsam machen. Ne? Man deckt die Karte auf, guckt sich dann die beiden Karten an, überlegt dann, was man da nehmen könnte. Dabei entstehen dann vielleicht auch eher so richtige Märchen, die auch einfach schön sind. Das macht dann auch, ist auch gut, was das, glaube ich, Oma und Opa ganz gut mit den Kindern spielen können. Und wenn die dann halt ein bisschen älter sind, du hast eine Runde von Erwachsenen spielt, dann werden die Geschichten halt auch gerne mal etwas absurder. Dadurch halt auch dann ganz witzig und so kann man das dann verschieden. Also da würde mich auch so eine FSK, weiß nicht, 16-Version oder so von interessieren, wo halt das einfach dann, wo halt auch so normale Begriffe drin sind, wo es wirklich total abstrus machen kann, hätte dann, glaube ich, auch einen gewissen Charme. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich mag Storytelling-Spiele. Hier zählt man jetzt natürlich relativ wenig eigene Story. Man kann das natürlich mal ein bisschen ausschmücken, aber man ist eben halt schon so ein bisschen der eigenen Story Schmied. Gerade wenn man es halt nicht nur mit 3 Leuten spielt, sondern mit 5 oder 6 Leuten, also ihr auch eine größere Familie seid, die Leute einfach immer mehr Karten zur Auswahl haben, dann ist das schon ganz witzig. Die Karten sind natürlich irgendwann durch, wiederholen sich, aber dadurch, dass die auch immer wieder in einen anderen Kontext kommen, entwickelt sich das eben auch immer mal wieder anders. Und ja, da würde ich sagen, Storyline hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Und ja, also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert und ob es was für euch ist oder nicht. Ist, glaube ich, auch gut zum Verschenken geeignet. Und ja, oder auch was zum Geburtstag oder eben zu Weihnachten, so als kleines Gimmick, vielleicht auch für die ganze Familie, vielleicht nicht fürs Kind selbst, weil die wünschen sich ja mal irgendwas und wollen das dann haben, sind traurig, wenn sie es nicht bekommen, aber einfach so als Spiel, dass man eben, wie gesagt, den Familienkreis spielen kann. Und wie gesagt, mit 8 Leuten eben auch gut für Kindergeburtstage geeignet, wenn ihr vielleicht ne, auch Kinder habt, die gerne lesen und auch gerne gerade von den Märchen drin sind und so. Und ja, das war's von uns, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß, sagen bis bald und tschüss! Tschüss!